Schule, Freizeit, das soziale Leben. Corona ist omnipräsent, die Maßnahmen weiter streng. Aber ist der deutsche Weg der richtige? Vieles spricht dafür. Auch wenn wir die Einlasskontrollen über uns ergehen lassen müssen, es ist ein entspanntes Shopping möglich. Denn Omikron kommt bei uns erst langsam an, deutlich später als im Ausland. Mit Abstandsregeln und Testpflicht haben wir eines geschafft, die Omikron-Welle so lang wie möglich rauszuzögern, sodass sich viele Menschen noch impfen können. Mit welcher Geschwindigkeit sich hier Omikron verbreiten wird, ist relevant, ist auch für unser Gesundheitssystem relevant. Das Ziel geht auf, das Gesundheitssystem entlasten, um es auf die nächste Welle vorzubereiten. Fakt ist aber, während die täglichen Infektionszahlen auch bei uns massiv steigen, sehen wir einen stetigen Rückgang von Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Von Triage, von einer Überlastung zurzeit keine Rede. Warum ist das so? Der Virologe Ulf Dittmar von der Uniklinik Essen erklärt es damit, dass die längst vorherrschende Omikron-Variante viel harmloser sei, nicht gefährlicher als eine Grippe. Delta war ein absolut tödliches Virus und sicherlich die schlimmste Variante, die wir in dieser Pandemie gehabt haben. Bei Omikron sehen wir aber, dass nur noch sehr selten tiefe Lungeninfektionen vorkommen. Wir können uns noch nicht zurücklehnen. Derzeit sind weniger Patienten in den Kliniken, weil im Dezember die Infektionszahlen zurückgegangen sind. Das dicke Ende kommt noch. Wenn jetzt die Infektionen steigen, kommen sie in einer Woche in den Kliniken an. Immunologe Reinhold Förster ist überzeugt, uns werden in Kürze astronomische Zahlen erwarten. Ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, in eine ähnliche Situation zu kommen, wie Frankreich momentan ist. Die aktuellen Zahlen sind ja sehr hoch. 370.000 neue Fälle in einem Tag. Wenn man das auf Deutschland Bevölkerungszahl hochrechnen würde, wären wir bei 450.000. Und auch dort ist es so, eine Impfquote vergleichbar mit Deutschland. Auch wenn die Krankheitsverläufe nicht mehr so schwer sind, bei solchen Dimensionen wird auch die Omikron-Welle eine Belastungsprobe für das Gesundheitswesen. Eine Belastungsprobe sicherlich, aber auch eine Überlastung. Schauen wir beispielsweise nach Großbritannien. Hier nimmt man Corona relativ locker, Maskenpflicht und 3G, aber die Pubs sind auf, die Stadien voll. Die Inzidenz ist zwar super hoch, über 1500, und das Gesundheitssystem unter Druck, noch aber hält es stand. Und die Politik spricht offen davon, jetzt müsse man eben normal mit Corona weiterleben. Wir wollen die erste große Wirtschaftsnation sein, die den Übergang von der Pandemie in eine endemische Lage schafft und mit Corona vielleicht die nächsten 10 Jahre leben kann. Auf Personalausfälle haben die Briten heute reagiert und einfach die Quarantänezeiten verkürzt. Aber für die Ungeimpften bleibt Omikron gefährlich. In den USA steigen derzeit wieder die Sterberaten, gerade unter den Nicht-Immunisierten. Auch hier ist ein Drittel der Bevölkerung ungeimpft. Und deswegen bleibt uns Corona wohl noch erhalten. Und auch wenn die Omikron-Welle durch ist, wird es noch eine erhebliche Anzahl von Menschen geben, die weder geimpft sind noch sich infiziert haben. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wieder eine Welle spätestens nächsten Herbst kommen wird. Zu früh also, um alle Beschränkungen fallen zu lassen. Nur, wann ist es nicht mehr zu früh? Wie viele Varianten, wie viele Winter wollen wir noch warten? Der Autor und Journalist Jan Fleischhauer sagt, warum überhaupt noch warten? Sein Argument, jeder hätte es doch längst selbst in der Hand. Ich glaube, dass die allgemeine Verfügbarkeit der Impfung wirklich hier der Game Changer ist. Also bis dahin musste man Rücksicht nehmen. Ab da an, ich finde jedenfalls nicht mehr in dem gleichen Maße. Also wen es jetzt erwischt, weil er nicht geimpft ist, der ist selbst schuld. Die Argumente, die Meinungen, sie gehen weit auseinander. Doch die Diskussion über den deutschen Weg aus der Pandemie, die ist eben im vollen Gange. Ja, das ist eine spannende Diskussion, ohne dass ich eine perfekte Antwort hätte natürlich. Dann gucken wir jetzt noch mal aus einer anderen Richtung drauf, mit den Augen von Professor Markus Gabriel. Er gilt als einer der bekanntesten Gegenwartsphilosophen und lehrt an der Uni Bonn. Jetzt gerade ist er in Hamburg. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Was sagen Sie, sind wir mit Omikron jetzt langsam an so einem Punkt, wo wir gelassener werden können?
Ich glaube, an dem Punkt, dass wir gelassener werden können, sind wir trotz der katastrophalen Notlage schon lange, nämlich spätestens seitdem wir herausragende und für jede Person verfügbare Impfstoffe haben. Was heißt katastrophale Notlage? Nun, Omikron darf man nicht unterschätzen, nur weil natürlich Verläufe, wie es jetzt aussieht, insgesamt milder sind. Das ist erfreulich, aus welchen Gründen auch immer das so sein mag. Aber Omikron bedroht selbstverständlich unsere Infrastruktur und unser Alltagsleben mit Quarantänen, nicht zu vermeidender Maskenpflicht und so weiter. Omikron ist kein Normalfall der Gesellschaft. Okay, also das beschreiben Sie dann als Notlage. Aber was machen wir mit den Ungeimpften? Sagen Sie da ganz kühl, selbst schuld, wenn du schwer krank wirst, wenn du ins Krankenhaus musst, du hättest dich ja impfen lassen können? Also zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass wir diese schlecht geformte Kategorie der Ungeimpften endlich eliminieren. Es gibt nicht die Ungeimpften. Es gibt aber Menschen, es sind sehr verschiedene Menschen, die nicht geimpft sind. Meine kleine Tochter, die bald 3 wird, ist auch ungeimpft. Es gibt nicht die Ungeimpften. Es gibt aber Menschen, die sich impfen lassen können, erwachsen sind, 18, 25, 37 oder 81 und das nicht tun, aus irgendwelchen Gründen. Auf diese Menschen Rücksicht zu nehmen, ist in dieser Situation kein kategorischer Imperativ. Okay, es gibt aber auch viele Eltern, die sich um ähnlich kleine Kinder wie ihres durchaus auch Sorgen machen und die eben sagen, ja, mein Kind kann nicht geimpft werden. Richtig, aber das ist ja kein Grund dafür, dass der Staat paternalistisch, also von oben nach unten, eingreift in die menschliche Selbstbestimmung. Sehr wohl, aber natürlich ein Grund dafür, seine Kinder zu schützen. Das tue ich gerade, indem ich mich selbst isoliert habe und nicht zu meiner Tochter fliege, um sie zu schützen. Weil Sie Kontakt hatten mit jemandem, der positiv getestet wurde? Richtig, genau. Okay. Also Sie sind persönlich sehr vorsichtig. Welche allgemeinen Regeln würden Sie denn favorisieren und empfehlen? Sind wir auf dem richtigen Weg? Sollten wir ein bisschen lockern? Also ich denke, dass wir weitgehend auf einem richtigen Weg sind, wenn man das insbesondere auch mit letztem Jahr vergleicht. Das heißt, die staatlichen Maßnahmen tragen der Tatsachenlage insgesamt durchaus sehr gut Rechnung und auch im Hinblick auf Freiheit. Sehr viel verhältnismäßiger als die letzte Regierung, nur begrüßenswert. Was wir allerdings in der Tat einfach noch tun könnten, ist Stadien voll mit FFP2-Maske. FFP2-Masken schützen gegen eine Infektion, soweit ich weiß, sogar besser als Impfungen, also spricht kein Grund dafür, Stadien vorlaufen zu lassen, wohlgemerkt mit FFP2-Masken etwa. Noch einmal auf den Punkt. Natürlich wird man mehr Krankheit zulassen, auch dass Menschen sterben. Wie viele Tote ist es uns wert, dass wir wieder ins Fußballstadion können? Es sollte uns keine einzige tote Person wert sein. Das ist aber eine Lage, die wir nicht im Griff haben. Wir müssen lernen, anzuerkennen, dass der Staat die Natur nicht besiegen kann. Das heißt, es ist nicht in unserer Hand, diese Pandemie von Deutschland aus zu beenden. Das ist eine ganz schreckliche Hybris, die aus meiner Sicht auch zu einem durchaus immer noch nicht ganz gesunden gesellschaftlichen Klima beiträgt. Deswegen plädiere ich auch aus solchen Gründen für mehr Gelassenheit angesichts einer stattfindenden Naturkatastrophe. Aber wir müssen hier natürlich damit umgehen. Es würde uns allen helfen, etwas gelassener mit Corona umzugehen, sagt der Philosoph Markus Gabriel von der Uni Bonn. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute, hoffentlich alle Tests negativ. Das bleibt abzuwarten. Danke für die Einladung.